Das haben wir dann Plasma Beam. Im Gegensatz zu Prime und Echoes kann ich die Beams nicht wechseln, sondern wie in Super Metroid, wie soll ich sagen, überlagern die sich. Also ich habe jetzt quasi einen Power Beam mit Plasma Beam Fähigkeiten. Damit ich das jetzt schmelzen kann. Natürlich ist das nicht der Plasma Beam aus Prime, das ist nicht der Chozo Technology. Deswegen ist dieser Plasma Beam nicht mal halb so schlimm wie der in Prime 1. Aber er macht ein cooles Geräusch, wenn ich ihn auflade. Und er ist schon schnell. Ah. Jetzt kann ich mit ihm auch schweißen. Das, oh nein, ich muss wieder hier durch. Ja, und ich mache natürlich ein bisschen mehr Schaden und so. Das ist schon klar. Oh Gott, war das knapp. So. Wir schmelzen jetzt dadurch. Oh, dauert doch ein bisschen zu lange. Das geile Geräusch. Hätte ich einen Dämon in meiner Waffe. Ui. Backtracken. Oh Gott, das ist eine Abkürzung. Ne, ist es nicht. Oh fuck, das ist ja dieser. Da geht's nicht weiter. Ah. Was heißt denn, wie heißt denn das Ding überhaupt? 10 finde ich Legierungen im Metall entdeckt. So. Bam. Das kann ich noch nicht. Aber wir sind da. Speicher. Ja, jetzt darf ich an sich immer mit dem roten Plasma Beam rum. Finde ich ein bisschen schade, dass wir das gemacht haben. Dass man nicht die Beam nicht wechselt. Das macht es beim Kämpfen einfacher. Da hast du immer die richtige Waffe zumindest mal bereit. Aber ja, I don't know. Irgendwie komisch. Die Waffen nicht zu wechseln. Das sieht an sich ja cool aus. Hat an sich die Aufstellung vom Ice Beam. Also hat sich nach oben geöffnet. Ach, ist ja gar nichts. So, 247, wir haben dich gleich wieder. Das Schweißen ist an sich ganz einfach. Vorne öffnet sich das Schweißdings. Voila. Kann man nicht viel falsch machen.
Communication online. Die Tür ist noch zu. So, jetzt können wir gucken, was die Aurora Unit hier vorhat. Thank you, Samus. We have restored our connection to Skytown's network. Now we can execute our plan to destroy the Leviathan. We must first disable the Leviathan's protective shield. Unfortunately, the generator for this shield is hidden beneath the dense clouds of Elysia, and so is impossible to reach directly. As an alternative to destroying the generator, we have calculated that a massive thermonuclear explosion would likely destroy the shield itself. This facility possesses the components to create such a device. We would like you to build this device and drop it on the Leviathan shield. Unfortunately, the components are too large for you to lift unaided. You will need assistance to move and assemble them. There is a Federation landing site far to the east of Skytown. You will be able to find something to help you there. We will upload the current map data of this area to your suit. This should help you get started. Good luck, Samus. Vielen Dank. Ja, da war ich eben schon. So. Da. Da war ich schon genau an der Stelle A. Ich denke mal, dass ich dort lang muss. Alles klar. Datenbank aktualisiert. Dann gehen wir doch mal dahin. Dem Plasma-Beam sollte das doch einfach werden. Ja. Ship status update. Auto repair functions complete. Ship is ready for use. Schiff hat so eine geile Stimme, ey. Mal abgesehen davon, dass es eine unglaublich gute Auto-Repair-Funktion hat, das klingt so geil. Das sollte echt mehr reden. Das Schiff sollte mehr eingebunden werden ins Spiel. Ah ja, ich kann jetzt hier lang, aber zuerst mal. Weg. Oh Gott, okay. Ah, oh Scheiße, fuck. Okay, fuck, 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 in Decke mit mir. Damn. Nee, falsch. So, hier war eine Landebahn. Landeplatz. Ich hoffe, das ist der, den sie meinen. Samus, the security locks have been engaged on this landing site. This was surely a result of Gore's recent activities. I will unlock this area, allowing you to command your ship to land. Hey, danke, Mann. Okay, ich muss doch selbst das machen. So, komm, Baby, landen wir. Aber die Landestelle meint er wohl nicht. Weil hier ist nichts, um es. Naja, spare ich mir immer, weil ich fast vorhin draufgegangen bin, weil ich wieder mal verärgert war. Ja. Und wieder einsatzbereit. Mhm.
Jetzt denke ich mal, gehen wir durch die rote Tür. Andererseits... Ich glaube, ich werde was anderes benötigen. Christliche Himmelsbahn. Nee. Ich hole mir was anderes zuerst. Weil ich weiß, ich werde es benötigen. Ich glaube, ich werde es jetzt benötigen. Ich will unnötiges Backtracking vermeiden. So, wir gehen zurück zu Brio. Bam, wo nochmal? Ah, hier. Müsste es sein. Oh, der schöne Planet. War das auch ein schöner Planet? Wobei ich erinnere mich ein bisschen an Aiden. Ja genau, da war ich glaub's recht. Boah, sein Schiff steht noch immer. Warte mal, wo ist eigentlich Gors Schiff? Oder ist sein... Oder ist sein Anzug das Schiff? So, also. Oh shit, was ist das denn? Ui, knapp. Oh shit. Oh, was ist das denn? Ja, ich bin zurück und ich habe eine nette Plasmawaffe für euch. Warte, das sind Kaltblüter. Oh shit! So was will ich machen mit meinem Rapper lassen. Gott. So, wie komme ich hin da oben lang? Bzw. hin. Ei. Ich kann das hier natürlich jetzt alles frei schießen. Aber ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Ich will halt ungern ein Item einsammeln. Aber ich versuch's mal. Vorsichtig. Genau. Wenn ich hier... Ah, Neo! Ah, goddammit. Was? Vermutlich ist da hinter ihnen und ein scheiß Item. They have to know. Ah, fuck it. Oh. Ah, so macht man das.
Da wäre so ein Dings. Für die Story von dem Planeten. Bin ich hier, verdammt. Aha! Ja, so komme ich an das gottverdammte Item, okay. Oh, fuck! Sorry, Samus. Okay, völlige Zeitverschwendung. Ja, wie jetzt, Mann? Stirb, stirb. Oha, aufgelöst. Ich kann ihn jetzt überall. Hm? Ah ja, genau. Da muss ich lang, glaube ich. Genau. Müssen wir sehen, müssen wir sehen. Ja, das sieht gut aus. Ja, was hat er jetzt gemacht? Ach so, oh. Ah ja, klar, ich muss ihn aufschmelzen. Tja. Jetzt kann er das dann benutzen. Boostball. So. So. So macht man das. Genau, das habe ich nie gecheckt, was das ist. Einzigartiges Energiesignal entdeckt. Podest gibt Teleportsignal ab. Teleportation erfolgt unmittelbar nach Betreten des Podests. Aber ein fucking Portal. Ich bin plötzlich in einer fucking Eis. Voll in die interessante Welt hier, also Welt. Heil. Gott, dieser Creeper, das hat mir früher so Angst gemacht. Ich hab nicht gecheckt, was mich da versucht zu kontaktieren. Ich hab gedacht, irgendwas hier versucht mich zu sprechen. Dato zeigt Inge, den ersten Reptilikaner-Kaiser, der die Gabe der Chosen entgegennahm. Toll, jetzt haben dieser beschissene Namen Inge. Dato zeigt Dela, bei der Übergabe der ersten Chosen-Gabe der Weisheit an die Reptilikus. Ja, den Namen der Chosen war nicht mehr, auch nicht wirklich besser. Aber ja, die beiden hatten Kontakte.
Reptilicus und die Chozos waren eng befreundet. Nicht so eng wie Chozo und Luminov, aber doch. Und hier haben wir etwas für uns. Erwartung für Anzug gehalten, Screw Attack, einsatzbereit. Das muss ich nicht erklären. So, es ist interessant. Es ist interessant, wie die Chozo den Screw Attack übelst verspammen. Die machen sich für ihn selbst, schenken ihn den Reptilicus, schenken ihn den Luminov. Eigentlich voll. Ja, what the fuck. Haltet das doch für euch. So, Screw Attack. Die Reichweite wurde ein bisschen erhöht. Mit einem Screw Attack in Richtung in diese Oberfläche ausgeführt, erfolgt ein Wall Jump. Das kennen wir. Jesus. Oben, da links ist eine Chip Upgrade, aber I can't. Komm ich so weit? Ne. I can't take it. Ah ja, man kann das Screwtag nicht mehr abbrechen, indem man zweimal B drückt. Das ist ein bisschen blöd. Wacke aufgespießt. Boah, der geile Sprung. So. Das war's auch schon hier. Die Screw Attack wollte ich holen. Kannst du auch gleich wieder zurückgehen auf einen schöneren Planeten. Samus. Samus, are you there? We have been trying to reach you. Is everything all right? Hallo, super. Ach? Discovered the location of the missing flagship Valhalla. As I am sure you are aware, this vessel was attacked by pirates 5 months ago. We request that you investigate the Valhalla for any information about the pirates and their master plan. We will upload the coordinates to you now. So, das verschwundene Punk würde jetzt lachen. Das verschwundene Flaggschiff, die Valhalla, die vor 5 Monaten von den Piraten geridet wurde, ist wieder aufgetaucht und ist ein förmliches Geisterschiff geworden. Wir möchten, dass ich jetzt hingehe, das wird mir aber noch nicht viel bringen, deswegen werde ich das für später aufhalten, aber der Ort, die Valhalla, ist einer der geilsten Orte in irgendeinem Metroid-Spiel. Deswegen, zum Glück, da müssen wir gegen Ende eh nochmal hin. Warte, die hat sie gefunden, wo ist sie jetzt? Ah, hier. Ein Gaffler-System. Aber erstmal gehen wir nach Elysia. Und zwar Landestelle A. Dort, wo wir vorhin waren.